Die Ganoderma Cafés von DXN. Bei den Ganoderma Cafés von DXN handelt es sich fast ausnahmslos um sogenannte Mischcafés, das heißt um eine Mischung aus den beiden bekanntesten Kaffeesorten, Arabica und Robusta. Sie enthalten 80% Arabica und 20% Robusta Kaffee. Dies ist auch das häufigste Mischungsverhältnis. Es gibt über 70 Kaffeesorten auf der Welt, aber nur Arabica und Robusta werden in großem Umfang angebaut und konsumiert. Der Hauptunterschied zwischen ihnen besteht darin, dass Arabica empfindlicher auf Anbaubedingungen und Schädlinge reagiert, weniger Koffein enthält und daher weniger bitter, aber schmackhafter ist. Der Preis ist etwa doppelt so hoch wie der von Robusta, der weniger anspruchsvoll und robuster ist. Sie kann bis zu 10 Meter hoch werden und ist aufgrund ihres höheren Koffeingehalts bitterer und schädlingsresistenter. Jüngste Berichte deuten darauf hin, dass die Arabica-Plantagen durch Überzüchtung ernsthaft bedroht sind und viele sagen das Ende der Sorte voraus. Andererseits haben Experten das Konzept des sogenannten Fein Robusta eingeführt und Regeln für dessen Verwendung aufgestellt. Es hat sich gezeigt, dass die Sorte Robusta, wenn ihr beim Anbau, bei der Ernte und beim Rösten die nötige Aufmerksamkeit zuteil wird, Kaffee von gleicher Qualität wie Arabica erzeugen kann. DXN fügt dieser biologisch angebauten und handverlesenen Kaffeemischung Ganoderma-Pilzextrakt hinzu.